Hallo, hier ist Andrea von Any Working Mom. Ich werde euch heute zeigen, wie man die Funktion geführter Zugriff auf dem iPad kann brauchen kann. Die Funktion, die hilft, um den iPad-Konsum der Kinder ein bisschen zu regulieren. Man kann zum Beispiel einen Timer setzen oder man kann einzelne Bereiche auf dem iPad absperren. Und das Ganze ist eigentlich ganz einfach. Man geht auf Einstellungen, geht dort auf die allgemeinen Einstellungen und unter Bedienungshilfen. Hier müssen wir ein bisschen runterscrollen und dann kommt fast zum Schluss kommt geführter Zugriff. Dort gehen wir drauf und stellen es an. Die Kurzbefehle, die stellen wir auch anstellen. Das hilft nachher, wenn man während dem Spiel zum Beispiel kurz etwas verstellen will. Und das ist es eigentlich schon gewesen. Jetzt können wir schon anfangen spielen. Wenn wir nachher da im Spiel innen sind, dann können wir jetzt geführter Zugriff aktivieren. Und für das drücken wir dreimal kurz den Home-Button. Und nachher kommt das Screen hier. Und da können wir jetzt unsere Einstellungen machen. Also wir können zum Beispiel sagen, ob das Kind die Lautstärke kann verstellen kann, ob es die Tastatur kann bedienen kann. Die zwei jungen Sachen muss man eigentlich meistens so lassen, weil sonst kann das Kind gar nicht mehr spielen. Wenn man will, kann man auch das ganze Screen blockieren. Wenn das Kind zum Beispiel einen Film schaut, damit es nicht etwas verstellt. Wenn es ein Spiel macht, dann muss man das natürlich so lassen. Und meine Lieblingsfunktion ist die Zugriffszeit. Da kann man einfach sagen, so, du kannst noch eine Viertelstunde das Film schauen und nachher ist dann aber fertig. Und wenn die Viertelstunde um ist, dann stellt das iPad von alleine ab. Was auch noch ein super Feature ist, ist, dass man einzelne Bereiche blockieren kann. Also wenn man zum Beispiel jetzt nicht will, dass das Kind auf einen Schneemann drückt, dann kann man den Schneemann anzeichnen und ab sofort kann das Kind hier nicht mehr drauf drücken. Das geht natürlich auch für alle anderen Bereiche. Wenn man alles eingestellt hat, dann kann man starten. Noch schnell unseren Code eingeben. Was wollen wir? Ich würde sagen 1, 2, 3, 4. Bestätigen, 1, 2, 3, 4. Der Code kennt jetzt nur mehr und das Kind nicht. Das Kind kann jetzt spielen. Wenn es vielleicht gleich mal etwas ändern oder dir abstellen will, drücken wir einfach wieder dreimal auf den Home-Button. Geben nachher den Code ein. 3, 4. Und jetzt können wir es manuell beenden. Das war es eigentlich schon. Viel Spass!